Muttis Sandkuchen. Ihr hattet euch Sandkuchen gewünscht bei meinem Rezept von dem saftigen Zitronenkuchen. Den könnt ihr euch hier oben gerne nochmal anschauen. Und mehrheitlich wurde da gesagt, Bea, mach doch mal einen Sandkuchen. Jetzt habe ich hier Muttis Sandkuchen. Und es gibt zwei Geheimnisse beim Sandkuchen, damit ihr einen richtig tollen Sandkuchen bekommt. Und das erste Geheimnis ist die Butter bzw. Margarine. Die könnt ihr auch gerne nehmen. Ich habe hier 250 Gramm Butter. Die habe ich mir erstmal im Topf geschmolzen, dann hier in meine Schüssel gegeben, wieder abkühlen lassen und vor allen Dingen wieder fest werden lassen. Und dann wird die erst aufgeschlagen und zwar richtig schön cremig weiß, bevor die anderen Zutaten dazu kommen. Das ist so das erste Geheimnis. Das zweite Geheimnis ist, Sandkuchen braucht ganz viel Liebe und muss ganz viel gerührt werden. So, und jetzt schaut euch mal diese Butter an. Die ist fast schneeweiß und so cremig wie eine Buttercreme. Schaut mal hier rein. Das ist wirklich ein Geheimnis und das habe ich von meiner Mutti. So, und dazu rühre ich jetzt ganz langsam 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und eine gute Prise Salz. Auch wieder mit viel Liebe und Geduld unterrühren. So, wenn der Zucker gut eingerührt ist, dann kommt ein bisschen Aroma dazu. Ich habe jetzt hier Butter-Vanille-Aroma. Ihr könnt aber auch Rum nehmen, Zitrone, Bittermandel, das, was ihr am liebsten mögt. Und da gebt ihr so 3 Tropfen da rein. Das reicht völlig aus. Und jetzt kommen meine Eier. Und ich habe 5 Eier, mittelgroße Eier, so. Und die kommen jetzt nach und nach dazu. Und lasst wirklich jedem Ei eine halbe Minute Zeit zum Unterrühren. Die Eier, die sind richtig gut verrührt und ich habe in der Zwischenzeit meine Kastenform fertig gemacht. Ein bisschen ausgefettet und mit Mehl bestäubt. Und jetzt kommt zum Schluss noch zum Teig 130 Gramm Mehl, 130 Gramm Speisestärke und 1 Teelöffel Backpulver. Einfach schön untermengen und zum Teig geben. Den Backofen, den habe ich natürlich auch schon vorgeheizt auf 150 Grad Ober- und Unterhitze. Okay, das war's schon. Der Teig ist fertig und das wird ein richtig toller Sandkuchen. Und der kommt jetzt einfach in mein, also der Teig kommt in die Form und daraus wird ein Sandkuchen. Den gebe ich jetzt einfach in die Form und dann kommt der für eine gute Stunde in den Backofen auf mittlerer Schiene, könnt ihr den stellen, bis der schön braun gebacken ist. Sahne gehört natürlich zum Sandkuchen dazu und Puderzucker. Das ist das Einzige, was ich hier auf meinen Sandkuchen mache. Manche mögen den auch einfach nur so ohne Puderzucker. Ich liebe den mit Puderzucker. Und mein Kuchen war genau 1 Stunde und 5 Minuten im Backofen. Dann habe ich den natürlich auskühlen lassen. Und jetzt kann ich den hier aufschneiden. Das erste Stück tue ich mal weg und schaut mal hier rein. Sieht der gut aus. So, ein bisschen Sahne dazu und schon habt ihr einen Mutti-Sandkuchen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr nicht vielleicht noch einen Lieblingskastenkuchen habt. Den backe ich natürlich dann auch gerne für euch. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Viel Liebe in den Teig und dann wird das richtig lecker. Bis dahin, eure Bea.